Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Leider haben wir heute traurige Nachrichten aus Australien. Die junge und talentierte Dirtbike-Fahrerin Amelia Kotze ist tragischerweise ums Leben gekommen. M25. Mai nahm die 15-jährige Amelia am Central Coast Cup in Somersby teil, als es zu einem schweren Unfall kam. Wie unter anderem 7 News Australia berichtet, zog sie sich bei dem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Kinderkrankenhaus in Sydney geflogen. Trotz aller Bemühungen auf der Intensivstation erlag sie am 28. Mai ihren Verletzungen. Für ihre Familie und die gesamte Dirtbike-Community ist dies ein schockierender Verlust. Auf der Spendenseite GoFundMe sammelt ihre Familie nun Geld für die Beerdigungskosten. In einem herzzerreißenden Statement heißt es: Unsere kleine Meisterin der Rennbahn hat ihr Rennen hier bei uns beendet und hat ihre Flügel bekommen, um nun im Himmel zu fahren. Amelia war eine große Inspiration für viele und wird schmerzlich vermisst. Bleib auf dem Gaspedal, flieg hoch und reite hart, schönes Mädchen. Für immer. Amelia hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der australischen Dirtbike-Szene gemacht und zahlreiche Erfolge gefeiert. 2023 gewann sie den Titel der Junior-Mädchen in Victoria und wurde von Motorcycling NSW als Junior Female Rider of the Year ausgezeichnet. Die Dirtbike-Organisation schreibt auf ihrer Webseite: Amelia war bei Kollegen und Konkurrenten gleichermaßen beliebt. Ihr Verlust wird in unserer Gemeinschaft tief empfunden. Und sie wird nicht nur für ihre unglaublichen Leistungen auf der Rennstrecke in Erinnerung bleiben. Wir hoffen, ihr gedenkt gemeinsam mit uns dieser beeindruckenden jungen Fahrerin. Wenn ihr mehr über Amelia und ihre beeindruckende Karriere erfahren oder die Familie unterstützen möchtet, schaut in die Links in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.